Fußballgott, Fußballgott, Fußballgott. Fußball kann sich jeder leisten. Braucht ihr nur einen Ball? Und zwei Goal und eine Vereinsmitgliedschaft und ein paar Schuhe immer wieder und Kleider immer wieder und Traineranzüge und Skibeischoner. Und ja, ich weiss, die werden immer kleiner, aber günstiger werden sie nicht. Skibeischoner heute sind so ein bisschen wie Handys früher, werden immer kleiner, aber immer teurer. Aber heute stimmt das natürlich nicht mehr. Smartphones sind ja mittlerweile recht gross. Die meisten Profis klemmen sich darum heutzutage ein iPhone 11 Pro unter die Stülpe. Aber ich schweife ab. Ein iPhone 11 Pro kann sich nicht jeder leisten, klar. Aber Fußball eben auch nicht. Die meisten Leute, die nicht armutsbetroffen sind, können sich das ja gar nicht vorstellen. Wenn es um Armut und Fußball geht, haben die ja eher so eine romantische Vorstellung. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Die haben dann eher so die Legenden im Kopf von diesen brasilianischen Fußballzauberern, die früher noch mal mit Blechdosen geschüttet haben. Weißt du, das sind eben noch die richtigen Strassenfußballer und von denen gibt es heute immer weniger, gell? Ah ja, super. Dann hopp, nimm deinen verwöhnten Golf aus dem Golf-Polo-Förderprogramm, schick ihn unter die nächste Autobahnbrücke und gib ihm am besten noch so einen 6er-Pack Dosen-Ravioli mit. Dann hat er auch gerade noch die 9. Fußball sollte eben nicht ein Weg aus der Armut sein, sondern ein Weg, wo sich einfach alle leisten können. Einfach so, ohne ein konkretes Ziel. Es landet schließlich nicht jeder in der Champions League. Viele schaffen das nicht und landen schlussendlich in der Super League. Das ist auch nicht schön. Und sogar das schaffen ja auch nur die wenigsten. Ich meine, ich komme ja aus der Ostschweiz. Und da könnte man natürlich sagen, also bitte, in die Profimannschaft vom FC St. Gallen kommt man jetzt also noch schnell. In einer Stadt, wo man an einem Marktzellweger Fußballgott ruft, kann es jetzt also nicht so schwer sein. Ist es aber. Ein Kollege von mir war der beste Spieler von Goldach und der hat es mega hart getroffen. Er hat schlussendlich das KV gemacht. Der arm sich. Aber eben, es geht ja nicht um eine grosse Karriere. Das sieht man ja an mir. Ich konnte auch shooten. Und viel Potenzial war also nicht dumm. Ich war klein und dick und vor allem recht faul. Ich habe mich dann konsequenterweise freiwillig als Goalie gemolden und war nicht einmal so schlecht. Also vor allem bei den tiefen Bällen. Ich hatte recht gute Reflexe, das heisst, ich war mega schnell unten. Einerseits war mein Körperschwerpunkt sehr tief und sehr schwer. Und andererseits ist mein bester, ganz natürlicher Reflex sowieso anliegen. Auch heute noch. Aber ja, irgendwann sind die Goal grösser geworden und ich nicht. Und meine Eltern haben mir dann gesagt, jetzt musst du dich entscheiden, entweder Sport oder Musik. Zum Glück bin ich ein sehr talentierter Blockflötist. Und jetzt schauen, was aus mir geworden ist. Ein Komiker. Ja, bravo. Sagen wir es so, meine Fußballkarriere ist so etwas wie Armut in der Schweiz. Unsichtbar. Und Sichtbarkeit ist eben genau das Problem. Viele sehen eben nicht, dass es zum Shooten nicht einfach nur einen Ball und zwei Goal braucht, sondern eben auch Schuhe, Skibeischoner, Kleider, Trainingsanzüge und das immer wieder. Und dann noch viele andere Sachen, wie zum Beispiel mal ein Trainingslager oder so etwas vermeintlich Banales wie ein Glas mit den Kolleginnen und Kollegen nach dem Spiel. Und für viele Kinder ist das eben nicht selbstverständlich. Darum klickt auf den Link, spendet etwas an die Winterhilfe und helft denen, die es am besten brauchen können. Schliesslich soll Fußball ja für alle sein, für Grosse, für Kleine, für Dicke, für Dünne, für Reiche, für Arme und vor allem für alle Kinder. Weil wenn sogar ein Blockflötist, ein sehr talentierter Blockflötist, darf gut shooten, dann sollten also wirklich alle dürfen.